Hallo zusammen, willkommen zum neuen Video. Heute Grundaufgabe C1E rückwärts an die Rampe. Weiter geht's nach dem Intro. So, da bin ich wieder. Bei der Aufgabe geht's darum, den Anhänger oder den komplette Gespann rückwärts gerade an eine gedachte Rampe ranzufahren. Circa 15 Meter sind wir entfernt und maximal 1 Meter im 1 Meter Abstand nachher stehen bleiben, was aber auch vom Sicherheitsposten angezeigt wird. Und dafür habe ich einmal hinten den Khalid stehen. Da nehme ich natürlich jetzt erstmal Kontakt zu auf. Jawohl, Kontakt ist hergestellt. Dann starte ich den Motor. Dann kann ich langsam anfangen zurückzufahren. Und jetzt müsst ihr einfach nur immer schauen, dort, wo ihr jetzt, wenn ihr gerade zurückfahren wollt, dort, wo ihr den Anhänger am meisten seht, da lenkt ihr die leicht hin, bis ihr ihn auf der anderen Seite wieder mehr seht, den Anhänger. Und somit fahrt ihr so gesehen in leichten Schlangenlinien zurück und kommt dann schön parallel gerade an. Das Tor oder die gedachte Rampe ist 3,50 Meter breit, also wir sind 2,50 Meter breit mit dem Anhänger, überhaupt gar kein Problem. Ne, haben wir an beiden Seiten noch 50 cm Platz. Ne, so, der Kalli zeigt jetzt hinten schon an, dass wir gleich angekommen sind. Ne, weil das ist die einzigste Übung, die Rampenübung, wo der Fahrlehrer oder der Sicherheitsposten euch helfen darf und anzeigen darf, wie weit ihr entfernt steht. Ja, jetzt bleiben wir natürlich sofort stehen. Die Aufgabe ist erledigt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Bis zum nächsten.